Hallo ihr Lieben, ich bin Andy Edition. Wer meinen YouTube-Kanal bereits kennt, weiß, dass ich mich ziemlich intensiv mit den Grimoire-Karten aus Destiny beschäftige. In den Grimoire-Karten wird die Geschichte erzählt, die leider im Spiel komplett gefehlt hat. Sehr schade, denn die Hintergrundinfos, die man auf der Bungie-Homepage oder auch auf der Bungie-App nachlesen kann, sind extrem spannend. Bungie, die Entwickler von Destiny, versprechen, dass wir in Destiny 2 eine kinoreife Geschichte erleben werden. Und jetzt sogar im Spiel. Ja, Bungie, das habt ihr schon mal bei Teil 1 versprochen. Ich und sicher auch viele von euch können sich noch an das hervorragende Marketing erinnern, das es in Destiny 1 schon gab. Nachdem das Spiel released wurde, versuchten die Entwickler alle möglichen Ausreden zu finden. Und ein Versprechen kam nach dem anderen, dass die Geschichte verbessert wird. Eine Geschichte, die im gleichen Atemzug mit Herr der Ringe oder Star Wars genannt wird. Diese Aussage von Bungie war lächerlich. Für alle Spieler, die sich nicht mit den Grimoire-Karten beschäftigten. Denn wie schon erwähnt, sind diese großartig. Es existiert eine wendungsreiche Handlung, voller Verrat, Lügen und Konflikten. Die Beta von Destiny 2 erscheint ja jetzt schon in wenigen Tagen. Wir dürfen die erste Story-Mission spielen und einen Strike. Für PvP-Spieler wird es zwei Spielmodis geben. Countdown und Kontrolle. Fans der Reihe sind gehypt, ich bin es auch, extrem sogar. Aber ich habe in meiner Freundesliste auf der Xbox auch viele Gamer, die schon vor langer Zeit mit Destiny aufgehört haben. Das sind Spieler, die Bungie nicht vertrauen, dass sie in Destiny 2 eine gute Geschichte erzählen werden. Spieler, die Bungie nicht vertrauen, dass sie das Level-System interessanter machen. Oder auch Spieler, die sich noch auf legendäre Engramme erinnern, die Meister Rahul der Kryptarch in blaue Items verwandelte. Jetzt kein Witz, so war das am Anfang. Die meisten von ihnen wissen gar nicht, dass die Erweiterung König der Besessenen wirklich gut war und Bungie vieles verbessert hat. Da Destiny 2 auch für den PC erscheinen wird, gibt es auch viele Neulinge, die sich langsam aber doch über das Spiel informieren und sich die Frage stellen, ist Destiny 2 ein Spiel für mich oder nicht? Die Beta wird für uns Fanboys auf jeden Fall interessant. Doch für den Erfolg von Destiny 2 sind wir nicht so wichtig wie diese neuen Spieler oder eben alte Spieler, die wieder einsteigen. Die Beta ist für den Erfolg ausschlaggebend und entscheidet, wie erfolgreich das Game schlussendlich sein wird. Auch wenn die Vorbestellerzahlen grandios sind und schon nach kurzer Zeit die Collectors und Legendary Edition restlos ausverkauft war, heißt das noch gar nichts. Es gibt genug andere Spiele, die zu Release gut gestartet sind, aber im Nachhinein floppten. Bungie, ihr dürft bitte nichts versprechen, was ihr nicht zu 100% einhalten könnt. Die Destiny-Community und die Spieler, die sich dieser Community neu anschließen werden, dürfen nicht enttäuscht werden. So ein Fehler darf euch auf keinen Fall nochmal passieren. Ohne etwas zu spoilern, kann ich euch aber mit gutem Gewissen sagen, dass es diesmal tatsächlich anders aussieht, zumindest was die Story betrifft. Redakteure von IGN haben mittlerweile einige Stunden mit dem Spiel verbracht und schreiben nur lobende Worte über die Geschichte in Destiny 2. Ich bin neugierig und gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und ob Bungie hier auf Quantität oder Qualität setzt. Wie seht ihr das Ganze? Ist es euch wichtiger, eine kurze Geschichte zu spielen, die aber begeistert? Oder wollt ihr einfach nur viele Missionen? Es kann auch sein, dass euch die Story nicht beschäftigt und ihr einfach auf andere Sachen Wert legt. Welche Dinge sind das? Es würde mich freuen, wenn ihr mal ein, zwei Punkte in die Kommentare schreibt, die euch zum Thema Destiny 2 Bauchschmerzen bereiten. Für mich sieht das bisher Gezeigte recht ordentlich aus. Die verlorenen Sektoren und die neuen Waffen gefallen mir gut. Meine Zweifel liegen im Schmelztiegel, also im PvP. Jeder Spielmodus wird hier 4 gegen 4 sein. Das hört sich vielleicht für einige gut an, aber was passiert, wenn zwei Personen quitten und das Spiel verlassen? Wie lange dauert es, bis neue Spieler joinen? Die Beta ist ja im Grunde auch nur ein Test für Bungie, ob die Server standhalten werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles problemlos abläuft und wir in dieser Testphase nie zum Orbit geschickt werden oder einfach aus einem Spiel rausfliegen. Bald ist es nun soweit und wir bekommen die ersten Antworten, ob Destiny 2 wirklich so gut sein wird, wie Bungie es verspricht. Wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt, wie Destiny 2 sich entwickelt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back!